Hi, grüß dich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sarah und nehme dich auf meinem Kanal hier mit in die vielfältige Welt der Strickringe. Heute arbeiten wir gemeinsam solch einen Stressball. Für so einen Anti-Stressball benötigst du deinen Strickring mit 12 Pins, geeignetes Garn. Ich verwende heute zwei Garnreste in der Nadelstärke 3,5 bis 4,5. Zudem benötigst du deinen Strickhaken, eine Schere und eine Nadel, um anschließend die Fadenenden zu verweben. Und etwas Füllmaterial, je nachdem, ob du das Ganze stark oder leicht gefüllt haben möchtest, kannst du die Menge dieser natürlich für dich individuell anpassen. Wir beginnen mit dem Drawstring Cast-On, dem flexiblen Anfang. Dafür hängst du einfach den Faden von oben lose in den Ring hinein und umwickelst im Zickzack alle deine Pins. Nun führst du den Faden vor den Pins oberhalb der darauf befindlichen Schlaufen entlang und strickst überall, wo du in der Vorrunde den Faden vorne entlang geführt hast, den Faden einmal drüber. Wenn du dir den Drawstring Cast-On, also den flexiblen Anfang und auch den anderen Anfang für gerade Projekte noch einmal anschauen möchtest, kannst du das gerne in diesem Video tun. So, jetzt geht es ganz einfach in Runden weiter. Und zwar führst du den Faden ab jetzt nur noch oberhalb der Schlaufen auf den Pins entlang und strickst diese ab. Das Ganze über 12 Runden und dann sehen wir uns wieder. Dieses Verfahren, wo du den Faden oberhalb der Schlaufen auf den Pins entlang führst und die Pins abstrickst, nennt sich Flat Knit Stitch. Dies ist die festeste und engste Form der rechten Masche. Wenn du dir die verschiedenen Arten der rechten Masche und die linken Maschen noch einmal genauer anschauen möchtest, möchte ich dich gerne auf dieses Video hier hinweisen. Ich fahre jetzt mit meinen Runden fort und wir sehen uns wieder, sobald ich meine 12 Runden erreicht habe. Wenn du deine 12 Runden abgestrickt hast, schneidest du den Arbeitsfaden lang ab. Und arbeitest den Drawstring Cast-Off, den flexiblen Abschluss. Das heißt, du legst den Faden vor den nächsten Pin unter die darauf befindliche Schlaufe, holst ihn von oben hindurch, hebst die Schlaufe vom Pin und ziehst den Faden durch. Faden vor den nächsten Pin unter die darauf befindliche Schlaufe, von oben hindurch holen, Schlaufe vom Pin, Faden durchziehen. Das Ganze wiederholst du, bis dein gesamter Loom von seinen Maschen befreit ist. Wenn du dir noch einmal genauer anschauen möchtest, wie du deine Projekte beenden kannst, kannst du das sehr gerne in diesem Video tun. Wir sehen uns wieder, wenn alle Maschen vom Pin her von dem vom Loom herunter sind. Ziehe nun an dem Fadenende und schließe damit die Öffnung richtig schön fest zu. Nun nimmst du deine Wollvernähnadel, ziehst dort das Fadenende auf. Führst den Arbeitsfaden in das Innere, indem du in eine der umliegenden Maschen einstichst. Krempelst das Ganze einmal um.
ziehst nochmal richtig schön fest an dem Fadenende und verknotest diese durch ein paar Maschen hindurch. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn dein Fadenende etwas länger ist, denn das verbleibt einfach gleich im Projekt. Knoten schön runterschieben, das Ganze wieder umkrempeln. Den Restfaden stopfst du einfach in das Innere hinein. Nun ziehst du auch an dem anderen Fadenende und beginnst damit die Öffnung zu schließen, allerdings nicht vollständig. Denn jetzt stopfst du noch deine Füllwatte dort hinein. Hier kannst du für dich selber entscheiden, wie viel oder wenig Füllwatte du verwenden möchtest. Ich möchte gerne den Ball richtig schön festgestopft haben, also stopfe ich natürlich viel Material hinein. Und dann ziehst du einfach die Öffnung vollständig zu, richtig schön fest. Fädelst auch dieses Ende auf die Wollnadel auf. Und verknotest es durch eine der Nebenmaschen. Knoten schön tief runterschieben. Und zum Schluss ziehst du den Restfaden in das Innere des Projektes, indem du in eine der umliegenden Maschen einstichst, durch das Projekt hindurch führst und an beliebiger Stelle wieder herauskommst. Durch die Füllwatte geht das Ganze etwas schwierig. So, das Ganze jetzt nur noch bündig abschneiden und fertig ist ein Anti-Stress-Ball. Der passt super in die Hand und du kannst ihn schön fest zusammenknautschen. Hier habe ich jetzt nochmal zwei weitere Stressbälle gemacht. Diesen hier habe ich noch etwas mehr gefüllt, das heißt, der ist noch etwas steifer. Und dieser hier hat eine mittlere Stärke, sage ich jetzt einfach mal dazu. Hier habe ich etwas mehr Füllmaterial reingestopft als in den wir vorhin zusammen gemacht haben, sodass ich jetzt drei unterschiedliche Stärken habe. Und je nach Stresspegel das Ganze dann individuell entscheiden kann und kneten kann. Im Übrigen sind diese Bälle auch super für die Motorik geeignet. Zum Beispiel Leute, die wieder anfangen müssen, ihre Hand zu bewegen oder die Fingerfertigkeit und das Greifen trainieren müssen. Dafür eignet sich das auch gut, weil dadurch, dass die gestrickt sind, ist das Ganze angenehmer, als wenn das irgendwelche harten Knetbälle sind. Und man kann es, wie gesagt, individuell anpassen, wie hart man das Ganze haben möchte. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Auch über Kommentare freue ich mich. Wer mag, kann mich auch gerne bei Facebook kontaktieren. Den Namen blende ich dir hier ein. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Nacharbeiten dieser Anti-Stress-Bälle.
freue mich schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Pass auf dich auf. Mach's gut.